Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. Ich bin Uli Bayer und ich möchte euch im zweiten Teil meiner Videoserie hier das Fischauge etwas näher erklären. Es gibt spannende Erkenntnisse, die uns auf der Suche nach der besten Köderfarbe sehr behilflich sein können. Natürlich fragen sich viele Angler, können die Fische überhaupt so Farben sehen wie wir Menschen? Wer hat überhaupt die besseren Augen? Sehen die Fische so wie wir? Und ich kann euch versichern, die Fischaugen sind für das Leben unter Wasser und auch für das Farbsehen unter Wasser bestens gerüstet. Wenn wir uns das Fischauge einmal betrachten, ich tue mir so, als wären meine Finger jetzt hier das Fischauge, hier vorne fällt das Licht hinein, dann hat der Fisch, wie wir Menschen, ein Linsenauge, also hier ist die Pupille bzw. die Linse und hinten haben wir eine sogenannte Retina, eine Netzhaut, die mit Zäpfchen und Stäbchenzellen versehen ist. Dieses Zäpfchen und Stäbchensehen nützt also einmal für das Farbsehen und für das Hell-Dunkel-Sehen. Ganz spannend ist die Erkenntnis der Wissenschaftler, dass die Fische nicht nur wie wir trichromatisch, das heißt mit drei Farbrezeptoren sehen, sondern sogar vier Farbrezeptoren bzw. tetrachromatisch sehen. Das heißt, die Fische sehen ein viel breiteres Farbspektrum, als wir das sehen können. Und das liegt daran, dass die Fische auch im UV-Bereich immer noch eine sichtbare Welle haben. Das heißt, sie können UV-Licht, das natürlich auch sehr tief ins Wasser eindringt, noch als Farbe, als besondere Lichtquelle sehr gut erkennen. Bei uns Menschen ist dieses Farbsehen des UV-Lichtes nicht mehr vorhanden. Natürlich können wir Menschen uns das nicht so gut vorstellen, was sie da jetzt genau sehen, aber es ist ein sehr detailliertes Sehen. Und viele Fische sehen besser und vor allem mit größerem Wahrnehmungsbereich die Farben als wir, sofern diese Farben auch überhaupt ans Fischauge herankommen. Wir haben uns in dem ersten Teil meiner Farbvideoserie damit beschäftigt, wie sich Farbwellen durch das Wasser hindurch bis zum Auge bewegen. In diesem Video beschäftigen wir uns damit, was dann das Auge von diesen ankommenden Lichtwellen überhaupt verarbeiten kann. Und da gibt es also extrem spannende Erkenntnisse. Das Sehvermögen von Farben ist natürlich von Fischart zu Fischart recht unterschiedlich und hängt vom Habitat oder Lebensraum ab. Ein Fisch, der nur in Modderbrühe unterwegs ist, hat ein nicht so ausgeprägtes Farbsehen wie ein Fisch, der im klaren Wasser unterwegs ist. Wobei das natürlich jetzt von Fischart zu Fischart variiert. Das heißt, wenn jetzt ein Fisch den Lebensraum Modderbrühe hat, dann hat er ein schlechteres Farbsehen. Wenn er jetzt nur mal ein halbes Jahr irgendwo in Modderbrühe leben muss, dann verliert er sein Farbsehen natürlich nicht. Das ist also von Geburt an bzw. vom Schlupf aus dem Ei an gegeben und verändert sich nur selten sehr stark. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. So haben wir zum Beispiel im Klarwasser des Meeres jetzt vornehmlich grün und blau sehen, weil da die grünen und blauen Wellen besonders stark ausgeprägt sind. Metallic-Effekte, Blitzeffekte können noch eine Rolle spielen. Und hier bei uns im Süßwasser sind vor allem die Forellen, die Barsche, die Hechte und auch die Zander extrem gute Farbseher. Alle haben sehr gut ausgeprägtes Farbsehvermögen und dementsprechend ist es also auch wichtig und sinnvoll, diesen Fischen eine attraktive Farbe bzw. ein attraktives Dekor zu präsentieren. Ganz wichtig ist, dass wir an dieser Stelle akzeptieren und erkennen, dass die Fische Köderfarben sehr wohl in vielen Situationen erkennen können und anders sehen als wir Menschen. Wenn wir uns in die Tiefe begeben, dann sind einige Fangfaktoren ganz entscheidend. Natürlich müssen die Lichtwellen bis zum Auge vordringen. Die Frage ist, welche Lichtwellen dringen bis zum Auge vor? Das Fischauge muss diese Lichtwellen als Farbe erkennen können, dann ist die Farbe nur relevant. Aber
Ganz wichtig auch, nicht alles, was als Farbe da unten in der Tiefe erkennbar ist, wird auch gefressen. Denn diese Farbe, die von dem Auge und dem Gehirn des Fisches dann verarbeitet wird, muss auch noch als attraktiv erkannt werden. Das heißt, der Fisch muss die Farbe erkennen und sagen bzw. denken, oh, das ist genau das, was ich jetzt fressen möchte, das ist meine Leib- und Magenspeise und deswegen nehme ich die jetzt. Oder er muss es zumindest mit Aggression belegen, das heißt, er muss sich über das, was er da sieht, besonders ärgern und dann eben aus Aggression da reinbeißen. Auch das kann natürlich ein Antrieb für einen Biss, der uns Anglern ja ausreicht, dann sein. Ganz besonders spannend in dem Zusammenhang sind zum Beispiel Erkenntnisse von Lachsen, wo dann im Meer das Blau-Grün sehen, wie ich das eben schon sagte, ganz besonders ausgeprägt ist. Da sind wir also mit Blau-Grün-Silbereffekten häufig sehr gut unterwegs. Aber wenn der Lachs dann ins Süßwasser zieht und zum Laichen zieht, dann passiert was ganz Besonderes. Kanada-Angler kennen das. Pinke Köder sind exzellente Köder für Lachse in Flüssen. Und die Lachse, die vor 4-5 Tagen noch im Meer grün und blau bevorzugt attackiert haben, gucken grün und blau im Fluss überhaupt nicht mehr an. Was passiert da? Im Auge passieren chemische Prozesse und das Sehvermögen verändert sich tatsächlich. Das haben Wissenschaftler festgestellt und es entsteht also nur noch eine aggressive Reaktion auf pinke Farben. Und ich habe euch hier ein Bildchen eingebaut, das sehr schön und plausibel zeigt, warum die Fische auf pink reagieren. Die Lachse selber verfärben sich im Hochzeitskleid nämlich auch in Pinkfarben. Und dann entsteht Aggression gegenüber dem Nebenbuhler. Das heißt, der Räuber ist dann so ein bisschen abgestellt, sondern da ist es dann also wirklich nur noch der Sexualtrieb, der dann den Nebenbuhler wegbeißen lässt. Alles, was irgendwie pink daherkommt, könnte ja Konkurrenz für den eigenen Vermehrungstrieb sein und wird deswegen mit Aggression belegt und gebissen. Das reicht uns Anglern natürlich, wir fangen den Fisch dann damit, aber es war kein Fresstrieb mehr, sondern es war reine Aggression, die die Farbe dann zu einem Biss gebracht hat. Ja, und die Erkenntnisse mit UVA-Licht im Wasser sind natürlich ganz spannende. Da passieren viele interessante Dinge, die wir Angler auch nutzen können. UVA-Licht dringt aufgrund seiner Energiedichte besser durch Wasser als andere Farben. Daher können wir als Mensch auch Fluoreszenzeffekte erkennen. Das heißt, Fluoreszenzeffekte machen also Farben in der Tiefe auch dann noch sichtbar, wenn sie eigentlich schon theoretisch verschwunden wären. Da ist also die Farbe Rot zum Beispiel. Ich habe ganz spannende Experimente mit roten Farben gemacht. Die eine rote Farbe wird schwarz, aber die andere rote Farbe, nämlich die fluoreszierende rote Farbe, ist doch noch sichtbar. Das heißt, wir können in größeren Tiefen, da wo auch UVA-Licht noch vorhanden ist, können wir also dann rote Farben wieder sichtbar machen. Ich denke da insbesondere an das Japanrot, das ja auch ein Rot ist, das in großen Tiefen sehr, sehr gut funktioniert. Meeresangler wissen, da gibt es also viele Streitgespräche schon eine ganze Weile. Mein Japanrot ist das Richtige, der andere sagt, das ist das richtige Japanrot. Es geht eigentlich nur darum, ist das ein fluoreszierendes oder kein fluoreszierendes Rot. Und entsprechend können wir da also dann die Sichtbarkeit unter Wasser bestimmen und die Attraktivität des Köders dann damit auch hervorheben. UV-Licht wird aber auch direkt vom Fisch gesehen. Das heißt, wir können nicht nur für uns Menschen sichtbare Farben damit dann wieder verstärken bzw. wieder sichtbar machen, sondern wir können dem Fisch mit UV-Licht über direkte Reflexionen auch das Licht sichtbar machen und der Fisch, der nutzt das auch. UV-Licht ist also auch direkt reflektiert eine sehr attraktive Farbe für die Fische, eine sehr wichtige Farbe. Und das macht für uns Angler die Farbauswahl ein bisschen schwierig, denn wir sehen kein UV-Licht. Um das noch etwas zu vertiefen, ist die wichtige Frage, wie hilft uns UV-Licht beim Fischfang? Immer wenn schlechte Sicht im Wasser vorherrscht, sollten wir verstärkt auf Fluorfarben, das heißt auf Farben, die unter UV-Licht wieder hell leuchten, setzen und direkte UV-Reflexionen besonders einsetzen.
Da gibt es also verschiedene Angebote am Markt, die also direkte UV-Reflexionen anbieten. UV-Licht kann bis zu 200 Meter tief ins Wasser durchdringen und dadurch wird es für uns zwar unsichtbar, aber für den Fisch sehr wohl und wird auch zur Beuteerkennung selbstverständlich genutzt. Die Natur wäre ja dumm, wenn sie das nicht tun würde. So bekommt der Fisch für uns eine Art Röntgenblick. Das ist natürlich kein Röntgenstrahl, der da durchs Wasser geht, aber der ist, also das UV-Licht ist stärker als normales Licht, für uns sichtbares normales Licht, geht weiter durchs Wasser und dementsprechend kann man das so ein bisschen mit einem Röntgenstrahl vergleichen. Die Fische können also dann noch etwas sehen, wenn für uns Menschen schon alles dunkel ist. Wenn nur noch das UV-Licht durchs Wasser geht, ist für uns nichts mehr zu sehen und nichts mehr zu erkennen, für den Fisch aber sehr wohl schon. Über verschiedene Folien, Partikel und so weiter kann die Erkennbarkeit des Köders deswegen deutlich erhöht werden, ohne dass sich für uns die Farbe irgendwie sichtbar ändert. Das ist schwer vorstellbar. Für den Menschen ist das also unsichtbar und für den Fisch leuchtet so ein Köder dann allerdings in UV-Farben bzw. in einer attraktiven Farbe, während wir also da blind daherkommen. Wir sind in der Richtung dann tatsächlich farbenblind und wenn das eine Farbe ist, die überhaupt nicht mehr sichtbar ist, ist für uns auch nichts mehr erkennbar. Wenn nur noch sehr wenig Licht in die Tiefe vordringt, also wenn wir in Bereichen oder in Tageszeiten unterwegs sind, wo nur noch minimales Licht ins Wasser und in die Tiefe eindringt, dann sind fluoreszierende Farben auf jeden Fall deutlich besser als jede andere Farbe. Aber nur dann. Wir sollten das Fischauge auch nicht überreizen, wie wir Menschen auch. Wenn irgendwas kunterbunt wird, wenn den Fischen das zu bunt wird, dann lassen die so einen Köder auch ganz schnell mal links liegen. Da ist also ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt und wir müssen uns immer überlegen, wie viel Licht ist da unten überhaupt vorhanden, wie hell ist das, denn je näher wir an der Realität sind und doch ein bisschen von der Realität abweichen, desto besser ist tatsächlich auch der Fangerfolg für uns. Je weniger Licht in der Tiefe vorhanden ist, desto wahrscheinlicher sind deswegen Fluorfarben und UV-Reflexionen besonders gut einsetzbar. Ja, ihr merkt schon, das Feld der Fischaugenbiologie ist ein riesiges. Und wir können aus diesen Erkenntnissen einige wichtige Dinge herausnehmen. Fische können in der Regel sehr gut Farben wahrnehmen und wir Angler sollten das Farbsehen der Fische wirklich verstehen lernen. Je weniger Licht in der Tiefe vorhanden ist, desto wahrscheinlicher sind Fluorfarben sinnvoll. Fische sehen UV-Licht. Und es kann sehr sinnvoll sein, mit UV-Reflektoren, bestimmten Oberflächen, da auch zu arbeiten. Ja, und was wir daraus lernen, Fische sehen tatsächlich sehr anders als wir, obwohl sie irgendwie auch ähnliche Augen wie wir haben. Wir müssen als Angler sehr viel nachdenken, um zu verstehen, wie die Fischwelt da unten tickt. Und das Auge des Fisches ist ein sehr gutes, das Farben und verschiedene andere Effekte, nämlich UV-Licht, wahrnehmen kann. Und entsprechend ist es immer sehr schwierig und sehr anspruchsvoll, den Köder in perfekter Form und Farbe auszuwählen. Ja, ich hoffe, ihr fandet die Geschichten rund um das Fischauge genauso spannend wie ich. Sage euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, ein Like würde mich sehr freuen. Wer noch nicht dabei ist, kann auch gerne den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen, denn es kommen noch viele Beiträge rund um die Köderfarben.